Ich eröffne die 42. Plenarsitzung, stelle die Beschlussfähigkeit fest, begrüße Sie alle sehr herzlich, freue mich, dass Sie gekommen sind und darf zur Tagesordnung mitteilen, es ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Tourismusbetrieben gezielt helfen, Hessens touristische Vielfalt erhalten, Drucksache 20-2860. Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl. Dann wird das Top 76 und wird heute Nachmittag mit 45 mit dem Setzpunkt der FDP aufgerufen. So, Tagesordnung ist dann so genehmigt. Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den aktuellen Stunden. Nach der Mittagspause geht es mit Top 46, Antrag der Fraktion der FDP, der AfD, weiter. Zu den Abstimmungen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass vereinbarungsgemäß alle zur Abstimmung stehenden Gesetzentwürfe und Entschließungsanträge heute Abend vor den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse gebündelt abgestimmt werden. Es sind entschuldigt heute ganztägig der Abg. Dr. Rahn, AfD, Abg. Kahnt, AfD, Abg. Karl-Hermann Bolldorf, AfD und die Abg. Regine Müller, Schwalmstadt, SPD. Dann haben wir die Frau Staatsministerin Priska Hinz von 9 bis 13 Uhr und der Staatsminister Axel Wintermeyer von 12 bis 15 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen von Seiten der Fraktionen? Kollege Bellino? Die Kollegin Arnold ist ebenfalls entschuldigt. Die Lena Arnold ist entschuldigt. Weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir heute auch zwei Abgeordnete, die ihren Geburtstag mit uns gemeinsam hier feiern. Ich will zunächst einmal dem Hermann Schaus ganz herzlich gratulieren. Er hat heute seinen 65. Geburtstag. Lieber Hermann, bringen wir das, bringe ich das hin. Ich bringe dir das. So, das war Hermann Schaus. Und dann hat die Kollegin Nina Eisenhardt von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat heute einen runden Geburtstag. Alles Gute. Dann darf ich vielleicht noch sagen, weil nach den Masken nachgefragt wird, was sind Sie mal all, aber im Verlauf des Tages kommen weitere Masken. Herr Staatsminister Wintermeyer hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dafür zu sorgen. Ne? Sei so lieb, dass wir das heute im Verlauf des Tages bekommen. So, dann Fußball ist ja nicht viel los derzeit. Vor allen Dingen ist unsere Landtagself im gesamten Jahr bisher ungeschlagen. Das hat es auch noch nie gegeben über einen solchen Zeitraum. Dafür wollen wir den Freunden. Kollege Decker, wegen, das ist dein großer Erfolg, Wolfgang. Und es wird dann noch zeitlang so dauern, nehme ich an. So, dann, wir haben so einige Dinge. Das Fußballkram hat ja wieder ein bisschen angefangen. Es kam gestern ein Kollege zu mir, der wollte seinen Namen nicht nennen, hat aber gesagt, ich muss unbedingt darauf hinweisen, der Kollege Ullot. Oliver, er hat gesagt, ich soll unbedingt darauf hinweisen, dass der KSV Hessen Kassel aufgestiegen ist in die Regionalliga. Das wollen wir mal festhalten. Also zumindest mal für ein Jahr und dann sehen wir weiter. Was hatten wir noch? Die Darmstädter haben gewonnen. Die Lilien, muss man auch mal hinweisen, wir haben ja auch schon ein paar Südhessen, die hier sitzen. Die Offenbacher Kickers wären, das will ich aber auch sagen, auch im Namen vom
Minister Al-Wazir, die Offenbacher Kickers wären sicherlich Meister geworden, noch wenn die Saison zu Ende gespielt worden wäre. Also das können wir festhalten. Wehen Wiesbaden wackelt noch ein bisschen, und dann kommen wir zur Eintracht. Ein Punkt, aber nennen Sie ein bisschen wackelig, ne? Ein bisschen wenig. Wir wünschen der Eintracht trotzdem alles Gute für die zukünftige Zeit. Und über die Ländergrenzen, wir haben ja auch Exoten hier, das sind die Gladbach-Fans, an der Spitze der Minister Beuth, der Innenminister und der Uwe Serge von Frankfurt. Ihr könnt es noch schaffen. Also, ihr könnt es noch schaffen. Also, ihr steigt nicht ab. Wenn ihr so weitermacht, dann alles Gute. Und zum Abschluss, wir sind ja föderal hier, das wollen wir doch noch sagen, wollen wir unseren Bayern ganz herzlich gratulieren. Ne? Ja, zu dem Sieg im Spitzenspiel. Ich stelle fest, dass der Beifall für die Bayern immer stärker wird, von Plenarsitzung zu Plenarsitzung. Also, das wollen wir festhalten. Das war früher waren es drei waren es, Kollege Bellino, Clemens Reif und der Thorsten Schäfer-Gümbel. Thorsten hat uns da, was Bayern angeht, ein bisschen verlassen hier. Aber jetzt haben wir ja weitere Kämpfer. Kollege Müller klatscht da mit und noch ein Kollege Müller von der FDP klatscht mit. Also, wenn wir noch ein paar Jahre weitermachen, kriegen wir hier noch die Mehrheit für die Bayern. Also auf jeden Fall, wir sind ja neutral hier. Alle werden gleich gut behandelt. Und deshalb freuen wir uns für die Bayern. So, dann, meine Damen und Herren, will ich damit vorerst einmal bewenden lassen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Wehen Wiesbaden, die müssen also auch noch ein bisschen wackeln. Gut.